So, okay, Leute, hier spielt jetzt. Brücke! Noch 1:30 auf der Klotto! Giola Assere, Giola, mi gente. Was geht ab, meine Besten? Euer Boy Elmo Cubanito ist mal wieder back am Start. Ja, mi gente, ich hoffe, euch geht's gut. Auf jeden Fall alles neu, frohes Neues, alles Gute fürs neue Jahr. Auf jeden Fall gibt Gas, wisst Bescheid. Und Leute, wir werden, ihr könnt es im Titel lesen, wir werden mal wieder ein Fußballturnier zuschauen gehen, sprich Hashtag Abonnentenspieltag machen. Und zwar werden wir unter anderem einen Nürnberg-Spieler verfolgen, einen Bayern-Spieler. Es wird zwei Turniere wieder sein, also zwei Videos kommen wieder auf euch zu. Und ja, falls ihr Bock habt und sagt, Kuba, komm mal bei einem Hashtag Abonnentenspieltag vorbei, dann schreibt mir unten in der Beschreibung, unten in die Kommentare oder auf Instagram und ja, dann komme ich vielleicht schon bald mal von euch ein Spiel zuschauen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Store, weil ich bin ja unter anderem noch, also mir gehört mit anderem auch noch die Marke Finelli und Kava, ja, der Gründer und mein Kollege. Er hat heute Geburtstag und ich würde sagen, wir überraschen ihn heute. Ich kann nicht reden, Digga, es ist so früh und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt im Store. So, Mente, auf jeden Fall, ich meinte ja, dass ich euch noch bevor dem Turnier ein bisschen im Store mitnehme in meinem Alltag. So, und jetzt bin ich gerade hier mit ein paar Jungs. Jungs, alles gut bei euch? Ja, alles gut. Sehr gut, sehr gut. So, mi gente, mittlerweile ist es jetzt, glaube ich, genau 18:42 Uhr. Kava ist jetzt gerade noch im Lager, weil er hat ja heute Geburtstag. Wir werden jetzt auf jeden Fall ihn überraschen. Ich hoffe, er wird nichts mitbekommen. So, okay, mi gente, auf jeden Fall, das ist unser Nachbar, Zürich Bistro. Ich grüße ihn jetzt. Der gibt uns schnell seinen Tisch, weil dann können wir da halt Essen drauf machen. Was geht ab, Birthday Kid? Hey, alles gut, Bro? Ja, was geht ab? Was sagst du jetzt zum Geburtstag? Merci, Bro, merci, Alter. Love. Wie war London, Bro? War nice, Bro. War cool, man. Bisschen abschalten. Von überall, bisschen Familie besucht. Hey, happy birthday to you! Happy birthday to you! Ich würde sagen, Überraschung auf jeden Fall geglückt. Nice! Boah, crazy! Finelli Torte, Finelli Kuchen! Das ist ein Geschenk von Noemi, mir und Tim. Und ja. Enjoy, Bro. Boah, geil, Alter. Richtig nice, Alter. Danke dir. Danke, Bro. So good, my Bro. Geil. So, was geht ab, mir Hände? Auf jeden Fall, jetzt ist der nächste Tag. Und ihr könnt sehen, ich bin nicht allein. Ich bin mit einem mittlerweile sehr, sehr guten Bre, mit Albino, ja, einer meiner Spieler. Nicht nur ein normaler Spieler, der Vizekapitän. Bruder, was hast du für Erwartungen? Am Morgen? Also es sind ja zwei Turniere. Natürlich sind krasse Mannschaften dabei und Leistung wieder. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt rüber nach Karlsruhe, Nussloch oder so, keine Ahnung, wie wer auf diese Ortschaft gekommen ist, auf jeden Fall eine lustige Ort. Wen juckt? Digga, Leute, komm rein, die lassen einfach Schlüssel. Stell dir vor, da kann einfach einer Schlüssel nehmen. Was ein schöner Pool. Okay, Mann, ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben es hier geschafft. Und ja, wir sehen uns dann. Ich muss jetzt pennen. Wir sehen uns am Morgen. Dann heißt es Liam von Nürnberg, das Abonnent, der mir geschrieben hat. Von Bayern haben wir auch ein paar geschrieben. Und ja, ich glaube Köln auch noch. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Und dann sehen wir uns morgen. Die Mannschaft hast du nicht gesehen, aber was sagst du, Prognose, kurze Prognose? Also ich sag mal, es wird sicher PSV gegen Bayern in die Finale kommen. So, wir sind in Straßburg. Halle les Bleus. So, okay, Mente, wir sind angekommen in der Halle. Also, erstes Spiel hier ist direkt Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Ja? Aktuell ist Mönchengladbach vorne. Mal schauen. Das letzte Mal beim Meckler Cup war ja Mönchengladbach auch sehr, sehr stark. Mönchengladbach auch immer bekannt für eine Jugend, die enorm stark ist. Schönes Tor von der Nummer 9. Erhöht da auf 2:0. Und da der Anschlusstreffer. Ja.
Schönes Tor gemacht da. Fit bereits für die Nummer 8 von München Gladbach. Fällt schon auf. So, also München Gladbach gewinnt das erste Spiel hier. Gegen Bayer Leverkusen. Wie geht's, Männer? Alles gut? Ja, bei dir. Wo seid ihr? Wo spielt ihr? SV. Wir haben gerade gegen Hoffenheim. SV was? SV Reutlingen. Habt ihr gewonnen? Gegen Hoffenheim? 1-1. Tschüss, und ich hab's einfach nicht aufgenommen. Morgen, Sandhausen, was geht? Alles gut? Nussloch. Hä? Nussloch. Achso. Ich dachte einfach, es ist Sandhausen. War typisch Kubanito. Abonnente wo? Wer? Ja. Ehre, Ehre, Ehre. Gegen wen habt ihr nächstes Spiel? Bayern? Brügge. Was? Ah, Brügge? Ja, wir spielen aber noch gegen Bayern. Okay, okay. Ja, ich denke, gegen Bayern werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Vollgas, Jungs, hä? Ja? Viel Glück. Ciao. So, mi gente, hier spielt jetzt Köln gegen PSV. Leute, gab es bereits das erste Tor. Und der Kapitän hier auf jeden Fall sehr, sehr stämmig und groß gewachsen. Hier so ein Alter. Oh, oh, oh! Jesus, was geschieht hier? Was geschieht hier, Digga? Das erste Tor für die Kölner. Hey! Bruder, guter Spieler! Danke. Nummer 8. Wir haben gerade einen Torhüter, heute den besten Torhüter des Turniers, den besten Spieler und natürlich den Torschützenkönig. So Leute, und ich würde auch gerne mal von euch wissen, wen ihr den besten Spieler findet! Oh, was für ein Tor! Ja, was ein Ding! Ah, und ich Dummkopf, Digga. Ich hab leider reingezoomt gehabt. Oh, und dann das nächste Tor. So, das war's. 2-2 zwischen PSV und Köln. So, okay, Leute, hier spielt jetzt... Oh, Brügge! Oh, ja, 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 hier spielt Brügge gegen Nussloch. Tschüss. Mitzuspielen. Boah, ja, 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 ja. Nummer 21 ist stark. Wow. Okay. Der Brügge auf jeden Fall nicht schlecht. So, mi gente. Und die Bayern sind jetzt auch da. Und der Mann, wo jetzt gerade am Beten ist, das ist Liron, Leute. Auch auf jeden Fall aktiver Abonnent. Und auch schöne Grüße an die anderen Münchner. So, mi gente. Also, Nürnberg mit unserem Abonnenten Leon, der uns geschrieben hat, gegen Liron und Bayern München. Also, auf geht's. Oh, 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 da ist das Bereich. Das erste Tor für die Nürnberger. Oh, oh, Liron. Liron gegen Liam. Und da ist der Ausgleich durch Liron. Schöne Grüße natürlich an Yusuf Kabadayi, an Arjen Ibrahimovic und auch an Paul Wanner, die jetzt gerade mit der ersten Mannschaft sind und... Oh, oh, da! Das ist 2-1 für die Bayern. Was? Thomas Müller. Okay, also. Oh, jetzt aber die Nürnberger. Und die Nürnberger machen den Ausgleichstreffer. 2-2. Stark gemacht. Oh, schön probiert von Ari Hentscho. Jetzt könnt ihr ihn nochmal schicken. Oh, das ist sehr, sehr rausgespielt. Das ist sehr, sehr stark rausgespielt. Schön gemacht. Ausgestreffer durch einen erneuten Abonnenten. Und zwar den Ari Hentscho. Oh, und dann das erneute Tor.
für die Nürnberger. Stark gemacht. Stark, 3 zu 4. Sebastian und Nürnberg gewinnt ihr erstes Spiel. Herzliche Gratulation an Liam und sein Nürnberg. Freut sich auf jeden Fall in die Kamera. Ehre, Ehre. So, mi gente, da sind auf jeden Fall zwei bekannte Trainergesichter, Leute. Wer kennt die zwei noch? Ja? Und 1 zu 0 für die Borussen. Zu mir kam. Tschüss! Digga, was ein Schuss! Ah, dein. Oh, und da das nächste Tor für die Hoffenheimer. 2-1. Oh, also, das ist also der erste Sieg für das legendäre Trainerduo hier auf meinem Kanal aus Hoffenheim mit 2-1 gegen Gladbach. So, mi gente, das erste Zwischenspiel, Zwischengruppenspiel hier für Nürnberg gegen Hoffenheim. So, das wird jetzt spannend zu sehen. Oh, guter Pass und das könnte... Oh, jetzt, da ist es, das 1-0 für die Nürnberger. Oh, pass bloß auf. Oh, wieder. Super Reflex vom Torwart! Oh, das ist halt auch, das ist klasse gespielt. Und wieder ein Nürnberg-Torwart! Noch 5 Sekunden. So, und Lindberg gewinnt mit 2-0. So, okay, mir endlich. Ich bin auf jeden Fall jetzt mit Liam, Leute, dem Abonnenten, der mir geschrieben hat. Liam, erstmal, wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, bei dir? Sehr gut, sehr gut. Geiler Fußball. Freue mich, dich zu sehen. Abonnente sehr, sehr talentiert. Und ja, seit wann kennst du meine Videos? Seit dem MTU Cup, 2016, glaube ich. Okay. Verfolge ich dich, ja. Okay, nice. Und dann haben wir noch einen anderen Bre, auch sehr, sehr auffällig. Sag mal einmal ganz kurz deinen Namen, sorry. Bubi. Bubi? Ja. Okay, du warst, glaube ich, letztes Jahr warst du auch schon hier. Ja, hab's auch gewonnen. Okay, okay. Heißt es, du zeigst denen heute mal, wie man das wieder gewinnt. Ja. Und macht's stolz für dich, Liam, für Nürnberg zu spielen? Ja, natürlich. Nürnberg ist ein sehr guter Verein, ja. Ich liebe ihn. Okay, nice. Cool. Ja, auf jeden Fall, Mert, ich würde sagen, ihr habt jetzt dann gleich das nächste Spiel. Wisst ihr schon, gegen wen ihr spielt? Stuttgart, ja. Stuttgart, das wird hart. Also, das nächste Spiel ist jetzt Bayern Dortmund. Ich muss leider weiter, Liam. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Danke. Und ja, auch danke dir. Bubi, ne? Ja. Bubi. Okay, Mert, ich würde sagen, wir gehen weiter. Und hier sind noch ein paar Nürnberger. Auch sehr, sehr starker Torwart. Ehre, Ehre. Also, es geht weiter. So, Mert, auf jeden Fall, wir sind unten am Pitch angekommen. Und ja, jetzt spielt gerade Bayern München gegen Dortmund. Also ein richtiges Derby-Rivalenduell, kann man sagen. Und ja, aktuell Bayern ist vorne, 2-1. Und ja, wie es ausgehen wird, das werden wir jetzt sehen. Vamos. Ja, das läuft jetzt gerade. Stark gemacht. 4-2 Bayern. Stark gemacht. 4-3. Noch 1:30 auf der Clock. Oh, yeah.
Also wir hätten auf jeden Fall für die Bayern leider ausgeschieden heute, aber es gibt morgen ja nochmal einen Tag. So, wir hätten ihr auf jeden Fall auch ein guter Bolle. Alex Henschel. Alex Henschel. Guter Kicker. Du hast noch Avi, ne, ist dein Bruder? Ja, der ist verletzt halt. Und dann hast du noch mal einen Bruder? Ja, Avi Henschel. Nice, nice. Good luck, yeah? Keep working hard, bro. Yeah. Much love. Zeig mal einen Fortnite-Tanz. So, Mihente, also hier das nächste Spiel. Die Kölner gegen die Dortmunder. Die Dortmunder müssen gewinnen. Den Kölner würden den Unentschieden reichen. Also, die Dortmunder sind unter Druck. Oh, da ist es. Das erste Tor für die Kölner. Ja, die Kölner spielen echt auch ein gutes Turnier, Leute. Verwunder mich nicht. Der Westermann, Veranstalter hier, ne? Bitte? Hauptveranstalter, oder? Mit? Ja. Er hat mich aber vor Cuba Libre genannt. Stimmt nicht. Wir haben nur Tamarena getrunken. Ich darf jetzt ein Cuba Libre auf dich, ja? Ja, mach mal, kein Problem. Die Nummer 11. Vor kurz mit ihm gequatscht. Meinte, ich hab ihn auf dem Zettel. Auf dem Cubanito Scouting Zettel. Ja, ja, ja. Oho. Oh ja, da, nächste Tor. Oh, stark, okay, Anschlusstreffer Borussia Dortmund. Oh, Elfmeter, macht ihn oder macht ihn nicht? Er macht ihn! Also Leute, in irgendeinem Karton rappelt es hier auf jeden Fall gleich. Die Frage ist, ob es in Dortmund rappelt oder im Kölner. Aber irgendwo... Oh, und da! Meine Damen und Herren. Oh, das ist die Entscheidung, die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Jetzt ist im Halbfinale. So, Mente, also. Jetzt VfB Stuttgart gegen Nürnberg, Leute. Von Nürnberg getroffen. Ding ist, ne, letztes Jahr hat Nürnberg gewonnen. Das heißt, sie könnten jetzt Titelverteidiger werden, müssen aber jetzt aufpassen, dass sie hinten keinen bekommen. Und das ist schon wieder ein Save von Hintermann. Mama mia, ey, Digga, der macht so viele Saves. Okay, Leute, Nürnberg scheidet leider aus. So, also gratulieren an die Jungs von Stuttgart. Okay, Miente, erstes Halbfinale. PSV gegen Köln. Das ist 1-0 für PSV. 1-0 für PSV. Mein Junge, erzähl uns, woran hat's hier liegen? Schiri. Nein, wir haben einfach nicht Konsequenz vom Tor. Konsequenz, ne? Egal, morgen ist nochmal ein Tag, Bro. Aber Kopf kein Turnier. Kopf hoch. Nochmal ein Tag und nochmal ein Turnier. Sehr stark gemacht. Stark gemacht von Eindhoven. Das 3-0. Ja, verdient, Leute. Auf jeden Fall verdient. Schade für die Kölner. Ich weiß, ich habe da auch ein paar Abonnente. Aber PSV macht das heute echt bock stark. So, Mente, also, die Kölner müsste ich hier geschlagen geben. Starke Leistung von den Jungs aus Eindhoven. Schöne Grüße auch ans Trainerteam. So, Mente, also, hier haben wir das zweite Halbfinale. Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart. Leute, die spielen also jetzt um den Einzug ins Finale. Spielen dann gegen die Jungs aus Holland. PSV, die ein sehr, sehr gutes Turnier gezeigt haben und absolut verdient im Finale stehen. Ja.
Kader. Oh! 2-0 für Stuttgart. Die wird euch schon am Anspielen, glaub mir. Stuttgart ist Digga. Starker Save vom Torwart. Der ist auffällig. Auffälliger Mann, Nummer 16. Turniere, Jungs. So, also wir enden. Da ist das Finale. VfB Stuttgart gegen PSV. Deutschland gegen Holland. Also wir enden. Finale hier beim wohl besten, mit einer der besten U14 Hallenturniere. Finale PSV gegen VfB Stuttgart. Wer hätte das gedacht? Gut, Albi hat es ja so ein bisschen prognostiziert. Er meinte ja, entweder PSV oder Bayern im Finale. Oh, mit Hacke. Sehr, sehr cheeky. Oh, das ist das erste Tor. Das 1-0 für die Stuttgarter. Jetzt vielleicht die Ausgleichsmöglichkeit, und da ist es! Das 1-1! Stark gemacht! 16 auch sehr, sehr auffällig von Stuttgart. Genommen ruhig am Ball. Kann es auch vor dem Tor. Technisch stark. Gefällt mir. Guter Kicker. Oh, ganz, ganz böser Feini da. Oh, jetzt vielleicht die Chance. Aber der PSV-Torwart ist noch dazwischen. Also immer noch 1-1 zwischen PSV und VfB Stuttgart. Stark gemacht. Sehr, sehr stark gemacht. Torschütze, Nummer 16, Moritz Zehmer. Aber gut, sehr, sehr gut gemacht vom Torwart. Bleibt da ruhig, macht sich groß. Platz für die Stuttgarter. Ein starker Zweikampf. Starkes Zweikampfverhalten da von dem Kapitän. Da ist es 2-2! Das ist 2-2! Wieder durch die Nummer 8, erneut! Also, es geht in die Verlängerung. 5 Minuten. Was sagst du? Ich hab gesagt, es ist so ein spannendes Spiel. Sehr, und dann ein Finale. Unnormal. Was sagst du, wer gewinnt? Ich glaube Stuttgart. Die haben Stuttgart? Den Kampfgeist zu gewinnen, ja. Okay. Jungs, was sagt ihr, wer gewinnt? Also, jetzt geht die Verlängerung los. 5 Minuten. Fast ein Safe von Stuttgart da Torwart. Sehr, sehr stark gemacht von Stuttgart Torwart. Hoffen wir mal, dass da nichts Schlimmes passiert ist, Leute. Wieder der nächste am Boden. Ah, schade. Heute auch, ich denke auch an Javi Henschow. Schade. Auch gute Besserung an ihn. Hoffen wir, dass da nichts Schlimmes ist, Leute. Verletzung ist einfach... Wenn es etwas gäbe, was ich vom Fußball wegnehmen würde, dann wäre es echt die Verletzung. Das ist echt sehr, sehr schade. Also die letzte Minute vom Finale. VfB Stuttgart gegen PSV Eindhoven. Boah, jetzt vielleicht... Boah, kartet gut ab. Aber Stuttgart dazwischen. Boah, stark.
Elfmeter schießt, Leute. Wenn er trifft, haben sie gewonnen, ne? Oder? Okay, Leute, wenn er den reinmacht, dann ist Stuttgart Meister. Und er hält! Der beste Torwart hält ihn einfach. Er muss ihn reinmachen. Ja, bitte! Ja! Und er trifft. Boah, langer Anlauf. Langer Anlauf. Er macht ihn rein. Und Stuttgart gewinnt. So Leute, bester Torwart in Köln. Ich muss sagen, er war auch stark. Ich fand den von Nürnberg auch wirklich sehr, sehr stark. Er war auf jeden Fall stark. Und nochmal vom PSV Eindhoven, der mit dem Torwischer heute mit 7 Treffern, Obama Apia. Herzlichen Glückwunsch. So. Liebe an Stuttgart, also die Gewinner. Also erstmal herzliches Dankeschön, dass wir hier sein durften und natürlich euch eine gute Heimreise. Ausrufezeichen! Und wir singen Oma, 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 Leute, auf jeden Fall da sind die Fußballer, lassen sich feiern. Auch am Ende verdient. So, Kim Ent, auf jeden Fall, Finale ist zu Ende, wildes Finale gewesen, oder? Was sagt ihr? Sehr gutes Finale, sehr spannend. Elfmeterschießen hat alles geboten. Ja, nice, auf jeden Fall. Ich meine, so ein Bild mit denen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bis später. Okay, Kim Ent, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's von dem Video. Leute, schreibt gerne unten in die Kommentare Hashtag Abonnentenspieltage, wenn ihr das feiert. Und ja, wisst Bescheid. Liken. Folgt mir auf Instagram, TikTok und ja, check Finelli ab. Wisst Bescheid. Hier ist euer Herz, Merte. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.